Hallo und herzlich willkommen in der neuen Woche und zum neuen Weekly. Letzte Woche haben wir dir ja gezeigt, wie unser neuer Videopodcast entstanden ist, wie wir das System aufgebaut haben und das Banner eingespannt haben. Und diese Woche gibt es schon einen ersten Sneak Peek im Weekly zur neuen Folge, weil die erste Episode kommt nämlich morgen online, hier auch bei YouTube. Also gerne einmal unserem Kanal folgen, dass du die dann auch anschauen kannst. Und so schön das Banner war für den Podcast, wir haben es diese Woche wieder gewechselt. Und warum? Das erfährst du im Laufe dieses Weeklys. Na, mal wieder am Vermessen. Klar, wie immer. Wirst du deinem Job gerecht? Ja. Krass. Und Sie müssen mithelfen? Ja, ich muss heute mithelfen. oder ich möchte gerne mithelfen. Ja, es braucht ja immer zwei zum Messen. Richtig, genau. Wir messen gerade hier einen neuen Hintergrund aus für eine Case Study, die wir drehen. Von einem ziemlich bekannten britischen Künstler. Richtig. Und ja, Anna wartet schon. Entschuldigung. Danke. Und das Besondere ist aber, dass das Ganze auf einem neuen Material gedruckt worden ist. Genau. Und wir müssen das dann zu zweit hochtragen. Ach so. Ja. Okay, weil? Weil es ist ein UV-Druck und UV-Drucke dürfen nicht geknickt werden, sondern nur gerollt. Ach so. Ich arbeite schon sehr lange hier. Mach mir die Tür. Sei ein Gentleman. Sei ein Gentleman. Nee. Die vierte? Hallo, wir bringen Geschenke. Hallo. Hallo Julie, wir haben dir was mitgebracht. Du meinst gespannt wie das Banner? Eigentlich lieben die Leute meine Witze. Eigentlich. Frühjahrsputz. Ich finde das eigentlich ganz entspannt, das hier die ganze Zeit hochzuhalten. Ja, mega nice. Ja, ich habe gestern erst Schultern trainiert, ne? Train it! Euro! Train it! Danke für den Content, Elias. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht unbedingt nur von Content. Aber das macht sich ja jetzt bezahlbar, Junge. Ich wollte es bloß mal allgemein erwähnen, dass das nicht vorgesehen war, heute 15 Minuten so zu stehen oder 20 Minuten, oder? Na, ich habe heute zum Beispiel gar nicht trainiert. Gestern habe ich auch nicht trainiert. Na, dann kannst du hier mal einspringen. Nee, nee. Ich muss hier ein bisschen was machen. Gibt es aus deiner Sicht noch andere Trends für 2024 ganz speziell, die sich da so abzeichnen? Na, ich glaube, Schnelligkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trend für 2024 ist. Also für mich ist das so ein... Also wir haben uns das ja bei Techsip seit Jahren auf die Fahne geschrieben. Und auf die Fassade. Auf die Fassade. Also es ist ja so ein Kernwert, der sich so durchzieht. Also Schnelligkeit begleitet uns. Da haben wir das noch gar nicht als Schnelligkeit benannt oder als irgendwo... Ey, das ist eine USP oder so. Also wir waren halt immer schnell und das ist was halt unsere Kunden immer sehr geschätzt haben.